Wir haben jetzt noch eine Stunde. Ich denke mal, das passt. Ich denke mal, das passt. So. Ja. Können wir noch ein bisschen Hockey einfach weitermachen. Also in dem Sinne, Hockey, Leute. Story Progress, Leute. Ninja, den hier. Und wenn ihr mal es ritten, dann nehmen wir mal Toad. Einfach, damit wir den auch mal mit dabei gehabt haben. Uff. Uff, Cloud. Ich meine, was ist das? Das ist eine... ist eine 0,01%ige Chance, wenn ich das... ich bin... Ich hab Mathe-Abi, Leute. Kann sich schon als unglücklich bezeichnen. Tutorial, wer braucht Tutorial? Ich weiß, wie das Spiel geht, dankeschön. So, können wir vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen? Guten Tag, ich bin Marcel, hi. Die Map gibt mir jetzt schon Flashbacks. Aber das ist cool. Weil ich glaube, wenn hier nämlich der Zug langkommt. Wenn hier nämlich der Zug langkommt, dann kann man derweil nicht ins Tor schießen. Weil der dann halt durch die Tore fährt. Ist aber schon Banger, da hast du recht, Cloud. Da hast du recht. Und ja. Wo es mir jetzt auch wieder auffällt. Ich lasse jetzt auch den Hildi da in der unteren Ecke. Ich lasse den jetzt da. Ich meine, was spricht denn dagegen? Kann mal jemand bitte das Item einsammeln? Mokri? Danke. Das ist nur eine Münze, aber eine Münze ist besser als nichts. Ich glaube, da wollte der Zug gerade kommen. Ja. Hildi ist halt schon... Wer keinen Hildi irgendwie bei sich im Stream hat und mal Final Fantasy 14 gespielt hat, ist einfach... Er ist kein echter Fan. Was passiert hier? Oh! Unser Geld! Ehre? Ehre, Shy Guy? So. So, jetzt kann man nämlich nicht erstmal ins... vorschießen. Jetzt müssen wir, gehen wir mal her. Alter, das ist ein Clusterfuck hier. So. Ist einer von uns auf der Münze aufgerutscht und hat deswegen, auf der Banane ausgerutscht und hat deswegen unsere Münze gedroppt. Was für ein MVP, Alter. Aber ja, ich bin sehr froh. Also, falls ihr es, noch nicht wusstet, aber, mein, Shelma Essen Mode, was ich ja demnächst irgendwie dann zeichnen werde, wird definitiv den Hildibrand Zopf und Monokel erhalten. Easy. Ja, dann mach ich das Spiel ein bisschen leiser. Wenn du meinst. Ich habe halt vorhin die Desktop-Lautstärke leiser, lauter gemacht, weil man meinte, dass ihr nicht so gut zu hören seid. Aber ja, jetzt sind ja keine Leute mehr im Voice. Fürs Erste jedenfalls. Bestimmt jetzt, wo ich das gesagt habe, joint bestimmt direkt einer rein. Aber ja. So. Jetzt können wir eigentlich, wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung, wir können eigentlich den Rest des Matches einfach stallen. Einmal hier ein bisschen hinterm Tor chillen. Bomb Frank. Yoshi ist drauf reingefallen. Ja, so lustig. Ja, einfach komplett. Ja. Das nicht mehr in den Voice.
Ich habe den ja dann Streamer Only dann gemacht, nachdem alle da waren. Oh shit. Wir haben einen Gegentreffer erzielt. Wir werden komplett verlieren. Aber ich meine, ne, Schwebi, wenn du Bock hast und irgendwann mich einfach mal so streamsnipen willst, ne? Ich mache ja das immer im Aufnahmezimmer und so. Ich kann dir meine Rolle geben, ne? Ich habe dir jetzt zwar Gabses Rolle gegeben, aber ne? Ne? Ne. Ich kann eigentlich auch, ich glaube, das mache ich nach dem Match, warum? Ich kann jetzt eigentlich auch aus dem Hochzeitsvoice wieder in den. Wieder in den. Ins Aufnahmezimmer gehen. Schade, ist mir drauf reingefallen. Alter. Ja. Ich meine, dir vertraue ich nämlich, dass du damit gut umgehst. Glaube ich. Mach ich nach dem Match hier. Ne? Erinnere mich dran. Falls ich es vergessen sollte. Ja, wir chillen hinterm Tor einfach. Hey, was will dieser Yoshi? Ja. Ja, ne? Einfach einen Abend halt zusammengebracht und ich vertraue die halt instant, Alter. Das nenne ich halt echt mal einen guten Eindruck machen. Das ist halt, ne? Manche Leute fragen ja, yo. Manche Leute fragen ja so, wenn ich denen so sage, yo, wenn du mich als Freund haben willst, dann musst du cool sein. Und wie wird man cool? Und dann sage ich, ja, du musst cool sein. So ist man cool. Hilfe. Das war ein bisschen Massenprügelei hier. Fast wie auf der Demo, Alter. Ja, gib her, Mori. Gegen den Zug einfach. Oh, die ballern Geld raus. Warum habe ich mich schrumpfen lassen? Bitte, könnt ihr das Geld einsammeln? Ja, Ehre. So. So. Easy. Du bist auch cool, Eden. Aber noch nicht cool genug für die Voice-Chat-Rolle, Alter. Es wäre auch nicht schlecht, ne? Ich möchte halt auf jeden Fall, dass alle Partygäste Chocobo-Maske tragen. Sie müssen ja nicht mal, wenn sie es nicht wollen, müssen sie ja nicht mal komplett nackt sein. Aber auf jeden Fall Chocobo-Maske. Ne? Ja, du bist einigermaßen cool, Schwebi. So einigermaßen. Eigentlich ist es ja nur, ich will ja nur deinen Fame abgreifen, den du hast, weil du immer in einem Glad Jonas Video warst, ne? Weil ich den Fame abgreifen will, tue ich mich hier so dicke mit dir. Ich hab mich ja erst an Keggy hochgezogen, dann an Panda. Teilweise, ne, zwischen Panda und Keggy war noch, hab ich mich noch an Dashko hochgezogen. Ne, und jetzt ziehe ich mich halt an dir hoch. Können Sie das bitte lassen, Herr Yoshi? Was tut ihr da? Unser gutes Geld. Na gut, das ist das Geld der Gegner. Gehen Sie weg, Herr Yoshi. Gut, die stylische Sonnenbrille. Uff. Echt, du hast 6 Follower weniger als ich. Okay, gut, dann bin ich famer als du, sorry. Aber selbst Nachti ist famer als ich. Wie kannst du weniger fame sein als ich? Was ist denn los mit dir? Hilfe.
war eine gute Entscheidung. Ich mach noch einmal den hier. Jetzt ziehst du dich an mir hoch. Ja, easy. Das stimmt, das stimmt. Also das muss ich mir eigentlich gar nicht mehr zu Herzen nehmen, weil ja, Nachti hat halt echt... Nachti hat halt Frauenvorteil. Und dann streamt sie auch noch immer in einem halb dunklen Raum, der halt eigentlich... Sie wird halt nur von ihrem Bildschirm angeleuchtet. Brauche ich mir nichts vorzuwerfen. So, ich mache jetzt erst einmal... das hier an und das entferne ich. Dann gehe ich in mein Aufnahmezimmer. Moment. So. Darüber bitte. Und wo wir schon dabei sind, hier Rollen. Fischbaby einmal hier. Easy. Ja. Ich habe halt. Ich kenne ja Nachti noch gar nicht mal so lange. Ich kenne jetzt Nachti vielleicht seit. 2 Wochen vielleicht, oder? Kommt das hin? Ne? Keine Ahnung. Und ich habe in der Zeit auch vielleicht 2 von ihren Streams gesehen. Von daher. Kann ich nicht einschätzen, wie die Qualität von Nachti-Streams ist und wie sie so schnell so groß geworden ist. Ich meine, ich muss ja auch sagen, im Moment bei mir ist auch das Wachstum langsamer. Also ich bin auch schon mal schneller gewachsen. Ne? Das war halt die Zeit, wo ich dann angefangen habe auch und so. So, ich denke mal so zwischen ab 1 Monat bis so 4 Monate hatte ich halt echt gutes Wachstum. Da kamen dann auch ein paar Keggy Raids rein und so. Also, ja. Und jetzt, ich wachse immer noch, worüber ich natürlich dankbar bin, ne? Ich will mich jetzt hier nicht beschweren. Aber es ist halt nicht mehr so krass, wie es mal war. Was auch logisch ist, ne? Oh ja, Schnitzel. Schnitzel kenne ich tatsächlich auch aus dem Panda-Stream. Yo! So. Oh, schade. Ich dachte, die sind jetzt mal schlecht oder so. Der Ninja ist richtig Sekiro, Alter. Irgendwann blockt der bestimmt auch mal. Dieser pinke Yoshi, Alter. Mokri hat Daisy ganz gut weggeblockt, aber leider hat mich der Yoshi trotzdem outplayed. Kann der sich mal verpissen? Bumm, hab mich selber in die Luft gejagt. Haltet doch Diddy auf! Oh shit, da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz. Gib, 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 gib. Mann, ich will den Schatz. Yes, yes. Sammelt das Geld, Leute. Sammelt das Geld. Mogri. Genau. Wow, Mogri. Absolute Nudel. Da ist schon wieder ein Schatz. Gib mir den Schatz. Alles fürs Geld. Alles für die Moneten. ja. Ich mache jetzt einfach den hier. Wow. Das ist jetzt tatsächlich das erste etwas herausfordernde Match. Auf. Da ist wieder ein Schatz. Wo ist Didi? Da ist Didi. Okay, Leute. Ich lenk die hier mit den Moneten ab und derweil gehe ich rüber. Genius.
Alter, Double Penetration. Schütteln habe ich gelernt. So, das war anders geplant. Yes! Okay, nice. Ja, aber so ist es im Moment auch bei mir, Schwebi. Ja. Ich meine, heute... Ich habe das auch nicht ignoriert, by the way. Ich habe es auch gesehen. Danke auch nochmal für den Follow, auch wenn es vor dem Stream war. Ne, aber, ja. Irgendwann wird es dann... Ich meine, tatsächlich zuletzt hatte ich wieder ein bisschen stärkeres Wachstum. Alter! Yo, ich muss jetzt ein bisschen konzentrieren, sorry. Ich lese deine Wall of Text gleich, Momentchen. Was ich nur sagen wollte, ich habe ja eben jetzt auch zuletzt... mein krassestes Wachstum habe ich ja immer dann, wenn ich irgendwo bei einem anderen Streamer halt eben Leute kennenlerne, mit denen ich mich persönlich halt gut verstehe. So eben... eben bei Keggy, ne, habe ich ja die meisten... zu Anfang kennengelernt, ne, habe ich dann Nestle und Papa und so kennengelernt und die ganzen anderen coolen Menschen und dann jetzt eben auch zuletzt halt eben Nachti und Feder und so, die habe ich ja dann jetzt eben auch alle über Panda kennengelernt und ich frage mich halt, ob man das als Wachstum bezeichnen kann, wenn man diese Leute halt als Freunde kennenlernt und die dann halt in die Streams holt, dann danach erst, ne? Keine Ahnung. Aber ja, es ist Wachstum nonetheless. Uff. Okay. Es ist jetzt... die machen jetzt nicht nochmal ein Goal, Alter. Aber wir sind trotzdem noch voraus. Alter, es war fast perfekt getimed. Das ist jetzt erst noch die erste Periode, ne? Nee, das war das ganze Match, glaube ich schon, oder? Nee, doch, erste Periode. Okay. Ah, okay. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also, ich denke mal, es ist eine gute Quote, weil ich habe jetzt eben auch so ungefähr so viele Follower und ich habe auch eben... Ich meine, gerade jetzt während der Hochzeit oder so hatte ich halt 9, 10 View oder so. Ist halt auch schon ziemlich fantastisch. Ist aber auch tatsächlich dann ein bisschen erfolgreicher. Also normalerweise habe ich auch nur so... Also ich kann davon ausgehen, dass ich so immer so 2, 3 habe. Davon kann ich mittlerweile ausgehen. Aber ansonsten ist auch nur so durchschnittlich 7 oder so. Keine Ahnung. Uff, Alter. Das war dann ein bisschen, ja... Alter, warum gehen die so ab, Alter? Ich meine, ich habe zwar Hockey nie gespielt, wirklich, in dem Spiel, aber trotzdem, die Comms gehen ein bisschen ab. Aber ja, ich habe auch von anderen Leuten gesagt gekriegt, die wesentlich mehr Follower haben, oder beziehungsweise dann auch im Vergleich mit Leuten, die mehr Follower haben, wie zum Beispiel Fully oder so, dass tatsächlich dann die Quote doch schon relativ gut ist, die ich so habe und dementsprechend, dass auch deine relativ gut ist. Na. Ist aber halt auch logisch. Je mehr Follower du hast, desto mehr Leute sind dann da auch dabei, die dich dann gar nicht mal aktiv schauen. Man muss ja auch bedenken, wenn du irgendwie so eine durchschnittliche Viewerzahl von so und so hast, das sind ja dann nicht immer die gleichen Leute. Gib den Ball her, Alter, oder Puck, oder was auch immer. Oh, bitte. Ich wollte passen, aber hey. Gib Geld. Das sind ja dann nicht immer die gleichen Leute, sondern es sind ja dann auch jedes Mal andere 3 Leute oder so. Und, Toad hat ihn abgelenkt. Perfekt. Ja. Keggy hat halt... Bei Keggy ist es aber auch ein sehr krasses Beispiel, weil bei ihm ist es halt einfach auch nur so, dass da sind dann die ganzen Leute von YouTube und so, die da irgendwas erwarten und dann letztendlich an den Streams gar nicht interessiert sind. Uff. Das ist ein Tor für die.
würde ich sagen. Hilfe. Okay. Wir haben es verkackt. Hier, es sind ja nicht immer die gleichen drei Leute und so und es sind ja immer andere. Ich glaube, mein Punkt steht schon oder so. Alter. Heute ist nicht Wall of Textmaster 04 an der Reihe, sondern Wall of Schwebi, Alter. Richtige MVP. Tatsächlich, das ist ziemlich lustig. Ich war ja gestern das erste Mal bei Moritz im Stream. Auch das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal so. Es war vor allem gar nicht mal so eine riesige, aber es war schon eine halbe Wall of Text und ich wurde direkt erstmal von seinem Bot getimeoutet. Lass mich meine Wall of Text schreiben, Alter. Das ist mein Job, Alter. Das mache ich gerne. Oh, shit. Scheiger MVP. Outplayed. Oh, shit. Outplayed. Easy. Ja, Onkel Moritz. Ja. Onkel Moritz. Der, keine Ahnung, ob du den kennst. Der ist halt jetzt seit einer Weile auf dem Keggy-Discord relativ aktiv und so. Na, ja. Ist ein recht netter Dude, wie mir so scheint. Jetzt macht er das gleiche wie ich immer. Einfach hinterm Tor chillen. Was tun die da? Hilfe. Ah! Ich werd ängstlich. Boah. Guter Catch. Ja, komm. Ach, schade. Ja, es funktioniert. Hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Man muss schon seitlich schütteln. Da ist der. Ich hatte den Ball gar nicht gewonnen. Ja, was auch immer. Man muss seitlich schütteln. Da ist der Joke nicht so lustig. Ah, shit. Wollte nochmal Ulti zünden. Ja, aber ja, keine Ahnung. Moritz ist ein netter Typ. So, jetzt kann ich mir deine Wall of Text gönnen, Alter. Ja, das stimmt, ja. Der Anfang vom Stream ist halt echt das Allerschwerste daran. Halt eben die Motivation zu finden mit, wenn halt niemand im Chat ist, da trotzdem was zu machen. Es ist ja vor allem das Wichtigste, selbst wenn niemand da ist, trotzdem zu reden oder zumindest trotzdem sein Ding zu machen. Weil ansonsten, wenn dann nämlich mal Leute kommen, dann, ja, dann denken die sich so, oh Junge, was ist hier los? Und dann hauen die direkt wieder ab, ne? Und deswegen auch jedem, der hier irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer hier ist und sich denkt, oh Junge, ich will mal anfangen zu streamen, das ist ganz nice. Holt euch für den Anfang irgendwie einen Freund dazu oder so, der co-kommentiert. Alter, sie hat verkackt. Holt euch für den Anfang irgendwie einen Freund dazu, der co-kommentiert. Damit euch nicht langweilig ist oder ihr euch verunsichert fühlt, wenn gerade niemand im Chat ist. Das ist auf jeden Fall mein Tipp Nummer 1. Ja. Und auch nicht, holt euch einen Freund zum Co-Kommentieren, ist vor allem ganz nice, aber auch generell. Macht einfach ein bisschen Werbung bei euren Freunden, dass die im Chat sind und so. Ne? Also ich habe ja nämlich auch am Anfang zum Beispiel auch, das war halt ganz am Anfang, wo ich noch nicht mal aktiv gestreamt habe. Da habe ich dann auch mit Lukas, also der hier vorhin im Chat war, der The Pieka, ne? Der war am Anfang relativ häufig mit dabei. Wir haben Deltarune halt im Stream durchgezockt mit noch jemand anderem, dem Milo. Der war da auch mit dem Voice. Ne? Die waren dann halt auch am Anfang relativ häufig im Chat und so. Dann hatte ich noch ein paar andere Leute und so. Und irgendwann... irgendwann, das war dann halt glücklicherweise relativ bald, habe ich dann... halt auf dem Keggy-Server dann Nessel und Papa und so kennengelernt und die waren dann halt immer da und dann war ich halt basically aus dieser Null-Viewer-Phase raus. Ne?
Dann hat sich die Nachricht immer weiter verbreitet. Irgendwann sind dann auch mal ein paar Randoms geblieben, zumindest was Follower angeht. Also zumindest haben dann ein paar Randoms den Follow reingehauen, auch wenn ich die selten wieder gesehen habe. Ja. Dann hat mich Keggy, wie gesagt, dreimal geradet oder sowas. Und ja. Irgendwie bin ich, denke ich mal, dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Oh shit, der hat nach links gepasst. Ich dachte, ich könnte den Pass cool abfangen. Okay, wir machen einen Spezialschuss. Ich hab keine Ahnung, wie die Scheiße funktioniert. Ich hab echt keine Ahnung, wie die Scheiße funktioniert. Ich mache in Zukunft einfach immer von den anderen den Spezialschuss. Ja. Das ist halt... Das ist generell. Generell beim Streaming halt zu kommentieren und so und viel zu reden oder so, ist halt absolute Übungssache. Da muss man einfach reinkommen. Ich habe ja da den, denke ich mal, den Vorteil. Ich habe da nämlich im Vorne raus, weil ich hatte ja schon länger irgendwie vor, irgendwie sowas zu machen. Eigentlich wollte ich ursprünglich vor allem auf YouTube Sachen machen, aber dann wollte ich halt eigentlich nur ein paar Streams machen, die ich dann irgendwie zusammenschneiden konnte oder so. Und ja, letztendlich hat sich jetzt so entwickelt, dass ich jetzt hauptsächlich Streamer bin, aber ey, solange es mir Spaß macht. Und ja, dadurch habe ich ja schon seit einer Weile immer versucht, wenn ich irgendwelche Spiele gespielt habe, selbst wenn halt absolut objektiv niemand zugesehen hat, habe ich dann halt trotzdem versucht zu kommentieren und alles und so. Und am Anfang war ich ja auch relativ leise. Es ist alles übrigens Sache. Und jetzt, wenn man es sich einmal antrainiert hat, ist die Sache... Man merkt ja jetzt schon, ich rede jetzt sehr viel und so. Es ist sehr interessant, wie sich wie so Streamer oder so darauf Einfluss haben kann, weil man muss ja sagen, ich bin ja Autist und so. Ich habe halt absolut nie viel geredet und auch in meiner Kindheit, in der Schule und so. Ich habe nie viel geredet. Uff, da hat er abgeblockt. Und ich würde auch sagen, jetzt, ich rede immer noch nicht sonderlich viel, wobei ich jetzt, doch, ich muss schon sagen, ich bin mittlerweile auch im Real Life eine richtige Plaudertasche. Lass doch den Ball rein, Bruder. Du weißt auch, dass du es willst. Uff. Ah. Prank. Ja, das hat sich jetzt eben auf mein Real Life übertragen. Ich rede jetzt auch im Real Life relativ viel. Ich merke auch tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwie privat dann mal ein Spiel spiele oder so, dass ich dann auch anfange auf einmal zu kommentieren oder sowas. Und vor allem das Krasseste ist, was ich als Berufskrankheit gelernt habe, dass wenn ich über Sachen im Spiel rede, wenn es darum geht, irgendwie, ja, im Spiel muss man jetzt das und das machen, dass ich da dann von mir selber in der dritten Person spreche, dass ich halt sage, okay, wir müssen jetzt das und das machen. Das ist halt, keine Ahnung, das sagen irgendwie alle so, das benutzen alle Streamer so. Und ja, keine Ahnung, ich rede dann so. Ich rede so dann, glaube ich, auch im Real Life teilweise. Ist in jedem Fall Berufskrankheit. So, erste Halbzeit. Ich glaube halt auch nicht. Ich glaube, das einzige Mal, als ich einen, ich glaube tatsächlich, das einzige Mal, dass ich einen Random wiedergesehen habe, später als den Stream danach oder so, war, ich habe ganz am Anfang, ne, also als ich angefangen habe, regelmäßig zu streamen, ich habe ja damit,
Smash Ultimate habe ich angefangen. Ich habe die World of Light durchgezockt und so. Und ab da habe ich halt mir auch einen Streamplan zurechtgelegt, weil ich gemerkt habe, okay, hier, das ist Keggys Streamplan. Ich könnte doch einfach sagen, okay, Keggy streamt an den Tagen, streame ich einfach an den Tagen, an denen Keggy nicht streamt. So ist mein Streamplan entstanden und den habe ich seitdem. Dazu, jetzt ist halt noch Samstag, ist jetzt noch dazu gekommen. Aber ansonsten ist der eigentlich die ganze Zeit so gewesen. Und da habe ich eben World of Light, das war der Stream, ich habe gerade World of Light durchgezockt gehabt. Ich war gerade beim Endboss, beim True Endboss war ich ja, glaube ich, oder? Ich glaube, den True Endboss hatte ich als erstes gemacht und ich war dann dabei noch, die beiden einzeln zu bekämpfen, halt für die 100% muss man das ja machen. Und da ist dann halt jemand im, sind dann halt ein paar Leute im Chat gewesen, die so dann so waren, ja Bruder, ja bist voll scheiße und so, spielst voll schlecht, Alter, dein 1v1 mich, Alter, du bist voll kacke, wir machen dich easy fertig und so. Und als ich dann halt durch die Credits durch war, ich habe so die ganze Zeit, die Credits lang, habe ich dann so gesagt, oh ja, Bruder, beruhig dich, nach Credits mache ich die Arena auf, dann könnt ihr mich gerne verkloppen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich habe Ehre im Leib, ne? Ich habe Ehre. Und dann habe ich nach der, die haben gleichzeitig geschlagen. Dann habe ich nach den Credits Arena aufgemacht und einer von denen ist tatsächlich aufgetaucht. Und, ja, dann haben wir ein bisschen gespielt. Hilfe, bitte tun Sie das nicht. Warum rechne ich immer nicht damit, dass man gleichzeitig trifft? Warum rechne ich da immer nicht mit? Was tut dieser Schallgeist? Ja, und dann habe ich den ein bisschen bekämpft und so. Und ich habe echt absolut keine Ahnung, was an dem Tag mit mir los war. Ich bin halt normalerweise echt gar nicht gut in Smash. Aber ja, ich habe den Typen besiegt. Ich glaube, wir haben 3 Matches gemacht und ich glaube, ich habe im Best of 3 habe ich halt gewonnen. Und ja, dann daraufhin aber halt dann nicht komplett abgehoben, so, oh, du bist voll schlecht, lol, sondern halt, ja, hier, das könntest du verbessern und so, weil, ne? Ich habe ja schon gesagt, ich bin zwar absolut scheiße in dem Spiel, aber ich habe das Wissen. Und das war tatsächlich auch das erste Mal in diesem Match, dass ich richtig diesen Eingebungsmoment hatte. Weil man muss ja dazu sagen, ich spiele halt auch so gut wie nie gegen Menschen. Deswegen bin ich also überhaupt so schlecht. Aber das war dann das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, oh Junge, der Typ, wenn der irgendwie rollt, dann macht der relativ häufig Forward Smash oder sowas. Das war das, was ich irgendwie gemerkt habe oder so. Und dann habe ich ihm halt am Anfang gesagt, oh Junge, an sich spielst du halt echt ganz gut, weil er hat halt Mega Man gespielt, glaube ich. Und das war halt echt der beste Mega Man, den ich soweit gesehen habe. Also ja, ich habe generell noch nicht viele Mega Mans gesehen, aber war ein guter Mega Man, den er gespielt hat. Er war halt nur leicht predictable. Und das habe ich ihm dann halt gesagt. Und daraufhin haben die dann gesagt, oh Junge, du bist gar nicht mehr so scheiße. Und dann haben sie 2 Follows rausgehauen. Ne? Ja, und von denen ist halt dann eben vor einem Monat oder so war das vielleicht, oder anderthalb, ist dann einer von denen, ist dann halt mal wieder aufgetaucht. Jo, erinnerst du dich von vor Ewigkeiten da die Sache mit Smash? Ich bin einer von denen, jo, schön zu sehen, wie sich's bei dir entwickelt hat oder so. Das war cute. Ne? Das hat mich ein bisschen glücklich gemacht. Vor allem der eine von denen, es schien auch gar nicht mal so beschissen zu sein oder so. Der schien gar nicht mal so am Trollen zu interessiert zu sein. Der war halt dann legit irgendwie, der war dann halt, glaube ich, legit nett und so. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist alles, was es zu der Story so zu sagen gibt. Das tue ich hier gerade. er hat den Puck einfach nicht angenommen. So. Ich glaube, ich hatte aber tatsächlich noch. Ich weiß halt nicht. So richtige Trolls. Ich hatte vielleicht so 4 Sachen, die man Trolls überhaupt nennen kann, maximal.
Und halt eben zweimal, wo ich wirklich, wo es auch ein bisschen aufgezogener gewirkt hat. Das eine Mal war eben, wie gesagt, dieses eine Mal bei Smash. Alter, Toad, MVP! Toad, absoluter MVP. Uff, das war so knapp. Das eine Mal war eben, wie gesagt, bei Smash. Und das andere Mal war irgendwann beim Mario Maker, wo ich auch gerade Mario Maker Story gemacht habe. Und da sind dann halt auch am Anfang richtig viele reingekommen und haben irgendwie, keine Ahnung, haben getrollt oder so. Aber das Geilste finde ich dann halt immer, wenn halt so Leute reinkommen und man die Trolls dann einfach zurücktrollt. Das finde ich immer dann, das ist dann das Niceste, da habe ich dann immer meinen Spaß mit. Der eine zum Beispiel hat dann so gefragt, Junge, kann es sein, dass du behindert bist? Habe ich erstmal meinen Schwerbehindertenausweis in die Kamera gehalten. Der andere hat gefragt, ob ich schwul bin, habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, aber für dich könnte ich alles sein, Baby. Und so eine Sachen. Das ist dann halt relativ nice. Nice, Blumencup geschafft, Alter. Ich glaube, wir schaffen heute sogar noch Sterncup. Könnte man machen, ja. Dann haben wir das wenigstens durch. Weil Hockey ist halt bei weitem die Sportart, die am längsten dauert, glaube ich. Schauen wir mal, gehen wir mal raus, um zu schauen. Okay, wir haben nichts Neues freigeschaltet. Ja. Und vor allem bei der Sache da, bei Mario Maker hat mich dann Spindy auch im Nachhinein angeschrieben. Von wegen, yo, Papa und ich, wir haben hier eigentlich schon die ganze Zeit die Hand auf dem Bann-Knopf gehabt, aber du scheinst das Ganze ganz gut zu handeln. wenn du kannst es auch einfach, ich glaube, das ist dann vielleicht, wenn es eine sehr lange Wall of Text ist, komm einfach in den Voice und sag's mir live, erzähl es mir einfach live. Ich glaube, das ist ein bisschen praktischer. Ja, ho, ho. Nice. Wen nehme ich da jetzt eigentlich? Wir haben Diddy tatsächlich noch gar nicht gesehen, glaube ich. So, also jetzt, klar, jetzt gerade haben wir gegen Diddy gespielt, aber wir haben noch keinen Diddy Ultra Smash in keiner Sportart gesehen. Gerüchte besagen, sie wollten eine Wall of Text hören. Ja, habe ich auch gehört. Oha. Warte, Moment, ich glaube, ich mache dich mal ein bisschen lauter auf Discord. Was touren wollen. Damit man dich ein bisschen durch das Spiel wenigstens durchhört. Ich glaube, das geht klar. Werden wir es hoffen. Also, ich weiß leider echt nicht mehr, wie lange es her war, aber das war tatsächlich ziemlich meine Anfangsstreamzeit. Also, wirklich angefangen habe ich sogar Dezember 2017. Da war ich, glaube ich. Da war ich frisch 13 gerade, Junge, war ich jung, als ich mit Streaming angefangen habe. Da war ich frisch 13. Ich werde im Oktober jetzt dieses Jahr 15 und dann war ich Dezember 2017, ja. Also ich war noch ziemlich jung und ich habe Yu-Gi-Oh! Duel Links gestreamt, okay? Yu-Gi-Oh! Jetzt kommt der reale Shit. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, ob es eine Person war, ob es mehrere Personen waren. Ich kann es dir absolut nicht sagen. Aber wir hatten einen Haufen von Menschen, die halt wirklich gepostet haben, also wirklich im Spam. Von wegen, ja, Sebi ist irgendwie drogenabhängig, spendet hier unter diesem Konto, habe hier irgendeine Kontonummer reingepostet. Und ich war halt noch sehr neu im Stream, hatte keine Mods, ich war übelst überfordert mit der Situation. Hab die dann immer wieder gebannt und er oder mehrere Personen, ob es denn mehrere Personen waren, kamen dann immer wieder mit neuen Accounts und irgendwann habe ich dann auch noch einfach nur aus Panik vor neuen Accounts, habe ich teilweise ein, zwei Randoms für einen Moment sogar gebannt, die eigentlich nichts damit zu tun hatten. Ich war absolut überfordert, das war schrecklich. Und die Personen sind dann auch irgendwie noch auf meinen Discord gejoint, den ich in den Stream verlinkt hatte. Haben da dann teilweise die gesamten Channel mit irgendwelchen Dickpics vollgespammt. Uff. Also das war echt Ehre. Ja. Also, ich glaube tatsächlich, also mit Discord oder so hatte ich tatsächlich noch... der hat tatsächlich einen Treffer gemacht. Auf Discord oder so hatte ich tatsächlich noch keine Probleme. Mit irgendwie Trolls oder so. Ich hatte, glaube ich, einmal, ich glaube, da ist einer von denen, von der Mario Maker Story, von denen ist einer, glaube ich, auf den Discord gejoint. Warum habe ich nach links geaimt?
Und keine Ahnung, aber ich glaube, der hat einfach das System mit den Rollen, dass man Follow-Rollen braucht, um irgendwas machen zu können. Hat er, glaube ich, nicht gecheckt. Jedenfalls ist er dann irgendwann wieder geliebt. Oder er hat einfach gecheckt, oh Junge, so cool bin ich gar nicht. Alter, was ist das für eine geile Map, Alter? Klar, was meinst du? Meinst du die Leute, die das bei mir waren oder die Person oder meinst du was? Die von Shell? Cloud hat geschrieben, muss einem schon echt langweilig sein. Ja, wahrscheinlich deine, weil du hast da gerade noch geredet, als er das geschrieben hat. Ja, das ist halt, das war halt echt. Oh. Ich weiß, warum macht man sowas generell? Warum ist man überhaupt Troll? Das ist halt schon. Hat man schon, glaube ich, im Leben einige Probleme. Ja. Ich meine, jetzt einfach mal TVH. Versetz dich mal in die Lage von einem frisch 13 gewordenen, also noch praktisch 12 eigentlich, der dann in so eine Situation kommt. Junge, das ist keine gute Kombo. Ich meine, ich bin sehr froh, dass als ich angefangen zu streamen habe, ich ja glaube ich schon 18 war. Weil ich habe ja angefangen zu streamen, dann bin ich hier gerade frisch eingezogen und so. Und da war ich ja schon 18 und alles, glaube ich. Oder? Ja, doch, war ich schon 18. Aber jo, das ist schon. Ich hoffe, dass du damit einigermaßen gut umgegangen bist, weil wenn ja, dann eine Ehre. Hm. Was heißt einigermaßen? Das ist halt immer sobald die Account-Namen wurden übrigens auch immer mehr ridiculous. Es wurden die Account-Namen von, nachdem ich halt die Troll-Accounts irgendwelche Kontonummern verbannt habe, irgendwann haben die sich dann wirklich angefangen, irgendwie den Namen von meinem Bot zu kopieren. Halt mit einem Unterstrich oder so. Also halt irgendwie noch dumm versucht haben, mich auszutricken. Das war halt echt, Junge. Ja, warum macht man sowas? Und dadurch, ich hab die halt immer, sobald eine Nachricht kam, die irgendwie trollmäßig war von irgendeiner Kontonummer oder was, hab ich halt instant gebannt, weil gar kein Bock. Dabei habe ich ein, zwei Randoms gebannt, die haben mir dann aber gewispert, habe ich die wieder entbannt und okay. Ansonsten war die Situation, glaube ich, ganz okay gehandelt, abgesehen davon, dass ein, zwei Leute, die nichts getan haben, irgendwie. Ich glaube halt tatsächlich, dass mittlerweile bin ich jetzt so auf einer Größe, wo ich wahrscheinlich nicht mehr so krass von Trolls Angst haben muss. Ja, same. Jetzt fängt es so an, dass ich Angst vor Scam-Accounts haben muss. Inwiefern Scam-Accounts? Naja, es gibt ja jetzt momentan so irgendwie so ein paar Bots, die dann so in den entweder in den Chat oder per Whisper schreiben, oh hi, ich habe Ihre Kanal gefunden, sehr schöne Gameplay, ich mache ein Layout für Sie. Ja, die sind gut. Ja, bitch please, Alter, hast du mal mein Layout gesehen? Das ist das Beste auf ganz Twitch. Nee, aber TBH, einfach nur als das erste Mal das davon hatte, ich bin naiver Junge, okay. Bin tatsächlich, habe ich mir das mal angeguckt, weil ich weiß nicht, ob das war, sagt, es ist sogar von Twitch wirklich, das heißt ein bestätigtes Integration von Twitch teilweise auch Own 3D irgendwas, falls du das sagt, ist wirklich ein relativ bekannter und großer Shop für so eine Twitch Layouts und Alerts. Ich weiß nicht, ob man sich das kaufen sollte. Ist halt wirklich relativ bekannt und groß und funktioniert auch gut. Und mich hat unironisch beim Stream, also jetzt unironisch, weil ich bin da, hab das halt mitgemacht, weil keine Ahnung, ich war naiv und es war tatsächlich richtig. Ich hab unironisch einen scheiß Mitarbeiter von diesem Own3D-Shop angeschrieben, hat mir einen Code gegeben, mit dem ich mir for free was auf dieser Seite kaufen konnte. Der Code hat wirklich funktioniert. Uff. Ich habe aber nichts gekauft, weil mir das meiste nicht gefallen hat. Aber der Code hätte funktioniert. Sehr interessant. Und das fand ich halt echt impressive, dass das kein Scam war im Nachhinein. Ich meine, man kann es ja noch verstehen, so bei so Streamern, die halt eben kein eigenes Layout haben, weil sie irgendwie entweder zu faul sind oder weil sie sich nicht dazu in der Lage fühlen oder so. So wie zum Beispiel Gabs oder so. Der sagt ja, glaube ich, ich weiß nicht, warum er, aber ich glaube einfach, weil er der Meinung ist, dass er halt nicht die Skills dafür hat oder sowas, das zu machen, glaube ich, ist ja sein Grund. Gab's aber zum Beispiel, hat ja nämlich so ein vorgefertigtes Layout. Ja. Ne? Da kann ich das natürlich so verstehen, aber ich meine, ich habe ja mein eigenes Layout. Ich habe mir da sogar wirklich Mühe mitgegeben und so. Und was ist dann zum Beispiel noch bei anderen? Ich habe ja meine Layouts selber gemacht, ne? Aber was ist dann zum Beispiel bei Leuten, die schon andere dafür bezahlt haben, dass sie das Layout für einen machen? Was ist dann?
ich hatte mal eine Zeit lang Layout, das habe ich zusammen mit einer Freundin gemacht. Also ich habe ihr die Ideen durchgegeben, aber ich war ein bisschen zu dumm, das umzusetzen. Sie hat das meiste für mich umgesetzt. Aber im Endeffekt kamen sich tatsächlich die meisten Leute, ich weiß nicht warum. Ich glaube nicht, dass an dem Layout selber gesagt, sondern dass, keine Ahnung, vielleicht wurde irgendwas unverdeckt oder was weiß ich. Aber die meisten Leute haben sich halt eher über das Layout beschwert. Also habe ich es erstmal rausgenommen, aber können das halt wieder reinmachen. Oh, das ist das. Meist Leute haben mich halt drüber beschwert. Ich kann dir, wenn du willst, einmal das Layout irgendwie auf Discord vielleicht mal schicken. Ja, aber wie gesagt, das sind halt die Scam-Accounts. Vor denen müsste ich jetzt, glaube ich, Angst haben, wenn. Ja. Aber vor Trolls bin ich jetzt, glaube ich, relativ sicher erstmal, weil die sehen ja auch, dass ich jetzt nicht mehr allzu klein bin und dementsprechend auch nicht mehr so ein leichtes Opfer. Ich habe ja jetzt ein bisschen Erfahrung und so, das sollten die ja dann auch sehen. Ja, Und ich habe jetzt auch, ich habe ja auch coole Mods und so, ne, von denen auch meistens immer mindestens einer da ist. Also ich hatte jetzt in dem letzten Mal vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht zweimal oder so, dass kein Mod da war vielleicht. Oh, zum Glück war das kein Treffer. Ich glaube so eigentlich ab ungefähr 100 Followern kannst du eigentlich davon sicher sein. Cloud ist ja jetzt mittlerweile auch ein cooler Mod. Ja. Mein Ball. Guck mal nicht. Ich hab dir gerade einfach mal mein Layout geschickt, falls es dich interessiert. Ja, ich meine, ich bin gerade halt mit einem Match, aber. Naja, ja, genau. Ah, du bist klein, kleiner Tod. Ah. Hahaha. Ja, die Stage ist extrem nice. Boah, mache Sportsmix, würde ich gerne mal wieder spielen, aber ich habe weder Wii oder Wii noch mittlerweile. Sportsmix ist halt absolut geiles Spiel, mega Geheimtipp. Ja. Auf jeden Fall, halt genau wie gut. Straßen des Glücks. Das sagt man nicht. Ist halt Monopoly für Coole. Oh shit. Mit halt Wegverzweigungen. Das ist halt so, der Brettaufbau ist dann so ein bisschen wie beim Mario Party. Du hast da Aktien und so coolen Shit und so. Ist ziemlich cool. Das klingt tatsächlich ziemlich cool. Ist halt auch für die Wii und hat halt auch, genauso wie Mario Sports Mix, Square Enix Charaktere und so. Allerdings da, hier sind ja die Square Enix Elemente mehr so Final Fantasy. Und beim Straßen des Glücks ist es alles, da ist es auch mehr. Hier sind ja nur so ein paar, achso, das ist ja noch mehr. Hier sind es ja nur so ein paar Gastcharaktere und der Endboss. Ne? Und die eine Stage vielleicht, also das Luftschiff. Ne? Ja. Und die Chocobo-Lieder bei dem Volleyball-Minigame. Aber ansonsten, bei Straßen des Glücks ist es halt wirklich zu 50% Square Enix-Content. Da hast du halt zu 50% sind es halt Dragon Quest-Charaktere und Stages. Ist schon ziemlich cooles Spiel. Habe ich eben auch jetzt zuletzt ein bisschen gemacht. Habe ich, glaube ich, vorletzten Freitag gespielt. Tja, allein wenn du, weil ich das verlangen habe, das zu sagen. Während ich immer beim Stream bei dir gelurkt habe, wirktest du schon immer wie ein netter Typ. Aber jetzt, wo ich so seit, auch wenn es nur 3 Stunden waren, eigentlich ein bisschen was mit dir gemacht habe. Alter, du bist ein echt sympathischer Typ. Ja, dann mach mal weiter so, Junge. Dankeschön. Es freut mich immer, wenn ich das von Leuten gesagt kriege. Besonders, weil es natürlich je größer man wird. Ne? Ich bin ja richtig abgehoben, ich bin ja richtig krass Fame und so. Dann kriegt man das ja immer öfter auch von Menschen gesagt, dass man das nicht ist. Und so. Bin ich immer sehr fröhlich, wenn mir das Leute sagen. Bin ich immer sehr dankbar für. So, ich hab, war das tatsächlich schon die zweite Halbzeit? Ich habe irgendwie gar nicht das Gefühl, dass das 2 Halbzeiten waren. Aber hey, ich habe über 100 Punkte bekommen. Vermutlich, weil wir halt war ein gutes Match haben. Und das Zeit schneller vergehen. Ja. Wir haben halt die ganze Zeit über irgendwas groß geredet, deshalb wirkt es vermutlich sehr viel schneller als es sollte. Ist auch wunderschön, dass man sich so die Zeit vertreiben kann, weil letztendlich ist es hier schon gerade sehr repetitiv, was ich mache. Ja. Ich meine, man muss sagen, die Bowser Juniors Boulevard Stage ist schon eine der interessanteren Stages. Die ist halt echt nice.
aber ansonsten ist es trotzdem sehr repetitiv. Und einfach dadurch, dass Hockey ja time-based ist, ist es auch, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, auch eigentlich die längste Sportart von allen. Also ich hätte jetzt in der Zeit, in der ich, glaube ich, den Blumencup gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich in Völkerball alle drei Cups machen können oder so. Und ja. Deswegen bin ich sehr froh, wenn wir damit dann heute endlich durch sind. Alter, war Luigi Pinball. Oh yeah. Sehr schade, dass hier, dass der Waluigi Pinball-Song hier kein Remix von dem Mario Kart DS-Song ist, aber der hier ist es auch echt cool. Sonst was ich unbedingt erzählen möchte, oder verlasse ich mich wieder und schreibe in den Chat. Nee, du kannst auch. Du kannst auch gerne hierbleiben und reden. Ist sehr angenehm, wenn ich hier jemanden zum Reden habe. Ist sehr angenehm. Okay, dann tue ich dir mal den Gefallen. Ehre. Aber nur ausnahmsweise. Nächstes okay. Mal kostet es 5er. Okay. Okay, gut, zahle ich. Oh. Hat der eine den auf uns gebounced? So, ich brauche nur einen Punkt. Dann kann ich eigentlich chillen. Na, aber jetzt ist, was ich jetzt nämlich sagen wollte, weil das nämlich time-based ist, bei Bowser Juniors Boulevard, da konnte ich jetzt einfach nicht anders. Da musste ich viele Punkte machen. Das hat sich einfach angeboten. Aber ansonsten mache ich das ja auch. Ich mache ein paar Punkte und dann mache ich diesen hier. Weil dann geht es halt einfach schneller. Weil dadurch halt nicht die, ich sag mal in Anführungszeichen, Ladezeiten nach und vor sind. Ja, einfach generell die ganzen Cutscenes und so und so. Wofür es ja im normalen Fußball oder so gäbe es ja dafür Verlängerungen. Hier dauert es halt einfach länger und so und ja. Also, warum sind hier drei Bälle? Hilfe! Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Gutes Match, Alter. Ich sollte vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen hier. Oh Gott! Ich wollte so gern das Item haben. So. Das ist immer interessant, wenn du mir Dinge spoilerst, weil ich delay. Ich könnte tatsächlich auch wahrscheinlich jetzt mittlerweile, kann ich jetzt hier über Discord, kann ich dir OBS streamen. Ne? Dann hast du kein Delay und es ist cool und so. Aber dann bist du nicht mehr im Stream drin. Den Video will er nicht aufnehmen. Nee, ich brauch die Zahlen. Ich brauch das für mein Ego. Ego 100. Ist denn der Wasserflaschen? Oh, da hat er sich die Münze gegönnt. Hier ist noch was drin. Ich hab hier unironisch drei Wasserflaschen auf dem Schreibtisch. Kein Problem, okay? Okay. Ich meine, ich hab hier auch links neben mir so einige leere Saftflaschen stehen. Was für Sachen? Zurzeit ist es Multivitamin. Ich liebe dich einfach. Heirate mich. Aber ich heirate schon Feder. Multivitaminsaft ist halt unironisch das beste Getränk, das existiert. Sorry, not sorry. Also momentan finde ich den halt auch extrem nice. Ich meine, ich hab da eigentlich immer so Phasen gehabt. Ne? Also mal habe ich halt Apfelsaft gemocht, dann gab es eine Zeit, zu der ich O-Saft am meisten gemocht habe. Momentan mag ich halt Multisaft extrem gern. Also ich meine, es schmeckt geil und es deckt meinen Vitaminhaushalt ab. Bei mir war es eigentlich so, ich hatte so, vor 2 Jahren hatte ich eine Phase, wo ich unironisch nur Eistee getrunken habe, weil das im Endeffekt ziemlich fucking ungesund war, habe ich dann vor ungefähr 2 Jahren angefangen. Eigentlich fast nur Wasser zu trinken. Aber so eine Phase, so von wegen, dass ich irgendwie ein Soda besonders mochte oder sowas, hatte ich eigentlich, glaube ich, nie. Ich meine, doch, das stimmt. Ich hatte mal für ein paar Monate, habe ich mal eine Spezi-Phase gehabt, dass ich halt Spezi extrem gerne gesoffen habe, also beziehungsweise halt Mezzomix vor allem, aber halt auch so billig Spezi vom Tante-Emma-Laden. Tante-Emma-Laden. Ja. Das Problem war, dass die bei mir, glaube ich, irgendwie eine Unverträglichkeit ausgelöst hat oder so. Und dann habe ich mich eine Weile von Cola übergeben oder so, wenn ich die getrunken habe. Ich glaube, mittlerweile
könnte ich wahrscheinlich wieder safe das trinken, ohne Probleme zu bekommen oder so. Aber dennoch, ja. Und ansonsten habe ich eigentlich immer Saft getrunken und Tee. Eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Wobei auch Milch habe ich eigentlich auch immer relativ gerne getrunken. Milch trinke ich meistens eher so wirklich einen Kakao dann. Ja, mittlerweile, ich habe halt eben auch, bei Milch ist eben genau das Gleiche. Ich habe halt meine Zeit lang so viel Milch gesoffen, dass sich bei mir, glaube ich, mittlerweile eine Laktoseintoleranz entwickelt hat. Habe ich irgendwie teilweise das Gefühl. Und ja, deswegen, keine Ahnung. Mittlerweile geht das bestimmt auch wieder voll klar. Das sind dann halt immer so Phasen, aber... Milch trinke ich dann halt auch nur in heißer Schokolade oder so, ist halt richtig nice. Ja. Aber ich hatte halt diese Phase. Ich hab sogar mich bemüht, Alter. Ich hatte halt ursprünglich, wie gesagt, schon diese Eistee-Phase, aber einfach weil es ein bisschen ungesund war, bin ich dann im Endeffekt. Ich wollte sogar blöffen, Alter. Der gute Bluff. Bin ich im Endeffekt auf pur Wasser umgestiegen und vor einigen Monaten einfach, weil ich finde Wasser eigentlich als Getränk sehr, sehr mittelmäßig, wenn man nicht gerade wirklich harten Durst hat. War ich so, was könnte ich trinken, was nicht allzu ungesund wäre? Dann war ich so, Alter, als Kind, als noch kleineres Kind, als ich jetzt noch bin, dann fand ich Multivitaminsaft ziemlich sick. Und dann, als ich irgendwann einkaufen gegangen bin, habe ich mir einfach eine Packung mitgenommen und war so, Alter, das ist der reale Shit, Mann. Und seitdem jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe oder meine Eltern auch einkaufen gehen, sagt so, könnt ihr mir eine Packung Multivitamine mitbringen? Nice. Ich habe halt auch immer, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich halt auch immer so, ich glaube, mindestens 50% des Safteinkaufs ging dann immer auf mich. Also den habe ich weggesoffen. Na, ich habe mir dann auch mal die Pappen mit in mein Zimmer genommen und so. Also. Ja, same. Mittlerweile dann auch jedes Mal, wenn irgendwie meine Eltern mich besuchen kommen oder so, bringen die mir so ein Sixpack Multivitaminsaftflaschen mit. Ehre. Kann ich an dich schießen, bitte? Gut, dann darf ich halt nicht schießen, Alter. Gib mal den Puck. Peach. Wollen Sie den Puck hergeben? Okay, was zum geil war das? So, dann chillen wir hier wieder. Dein Ego. Alter, mein Scheiger ist hier gerade richtig. Wurde hier gerade richtig penetriert. Was ist mit meinem Ego? Ich habe gerade nicht zugehört. Wenn ich es voll mit vergleiche, denn deine Viewerzahlen gehen runter. Das Ego. Hilfe, mein Ego. Es schrumpft. Ja. Es gibt noch was ganz anderes, das dann schrumpft, wenn die Zahlen runtergehen. Uiuiui. Gehen sie weg. Das ist mein Puck. Warum passt der zu mir? Passt zu mir. Ich will hier hinten chillen, Alter. Das ist mein Lieblingsort hier. Hinter Tor. Da wohne ich auch. Ich kann nicht wohnen, Digga. Ich wollte eigentlich auf irgendeinen Joke aufbauen, aber ich habe, während ich auf ihn aufgebaut habe, vergessen, welchen Joke ich bin es halt. Oh, so close. Irgendwann kriege ich das hin. Und dann habe ich schon aufgehört, Hockey in diesem Spiel zu spielen. Weil es ist einfach, es ist eine coole Sportart in diesem Spiel. Also die ist gut umgesetzt und so, die macht schon Spaß. Aber verglichen mit den anderen. Da nochmal Piddy getötet, easy. Alter. Nice, Ehre, Lukas. Und natürlich das Erste, was er macht, direkt meinen Stream einschalten. Ehre. Das ist auf jeden Fall Ehre. Dabei geht das Stream nur noch 5 Minuten ungefähr. Nee, ich mach jetzt halt den Cup noch zu Ende. Alter, er überzieht. Das Ehre. Wird ein bisschen länger dauern wahrscheinlich noch. Ehre. Aber ja. Ich schau gerade in meine Followerliste und es sind noch mehr Leute live, als ich gedacht hätte. Wenn es euch stört, dass ich ein bisschen überziehe, wenn es euch stört, dass ich überziehe, dann schaut einfach in die untere linke Ecke des Streams und beschwert euch bei dem. Oh shit, jetzt kommt die Musik. Oh, ja, also, ich hab ja die Playlist gerade aus, aber dann können wir später dann anmachen. So. Alter, Leute,
krasser Plot-Twist, der noch nicht zweimal passiert ist oder so. Yoshi, diesmal ist es tatsächlich Yoshi, letztes war zweimal Bowser, ist in Wahrheit ein Ninja. Aber ich bin doch Ninja. Vielleicht ist das der Fake-Ninja, der Fake-Account von Twitch. Ich bin der echte von Mixer. Oh mein Gott, dieser Joke. Ich gehe ja nicht. Spaß. Das ist die sympathisch gefundene Lüge, der Joke. Nee. Direkt wieder vergraut. Ich sitze halt auf so einem richtigen Büro-Schreibtischstuhl mit Rädern. Ich bin gerade unironisch einfach von meinem PC weggefahren. Der Joke, nee. Du hast halt ein Headset auf, da kann man das schon mal machen. Ja. Bei mir würde man dann nichts mehr hören, wenn ich nach hinten fahren würde. Richtig. Das ist die Freiheit, ich kann einfach wegfahren. Ja. Andererseits wirkt es bei mir dann realistischer, wenn ich wegfahre und ich wirklich leiser werde. Ja, true. Du bist halt einfach mehr real als ich. Ey! So, haben wir den Joke auch gemacht? Was? Ich dachte für einen Moment, Unironisch hätte es keine Ahnung, weil ich nicht weiß, ob du ein Haustier hast oder. Ich dachte für einen Moment, hätte es irgendwie ein Haustier kurz gesagt. Nee. Mal auf. Nee. Ich habe hier kein Haustier. Ich wohne ja in einer Dreier-WG und so und ich glaube, keiner von uns hätte Bock, da Verantwortung zu übernehmen oder so. Ich wohne in einem gefüllten Farm, in einem Familienhaus mit mehreren Wohnungen. Wie wohne ich gefühlt in einer Farm? Wir haben zwei Hunde, wir haben drei Wellensittich-Vogelfiecher, wir haben drei Degus, weil viele nicht wissen, was Degus sind. Degus sind so eine Mischung aus Ratten und Meerschweinchen. Ja, so Nager halt. Ja, richtig. Wir haben zwei normale Hausmäuse. Wir haben drei Kaninchen, vier Kaninchen. Wenn ich mir unsicher darüber bin, wie viele Kaninchen wir haben, dann... Ja, ich denke, das sagt genug. Ja. Ja, meine Eltern, also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, wohnen auch, also ich glaube, die wohnen noch da. weil mein Stiefvater ist ja Pfarrer. Im Übrigen mega nices Detail, dass der Black Mage seinen Zauberstab als Hockeyschläger hat. Mein Vater ist ja nämlich Stiefpfarrer, genau. Mein Stiefvater ist Pfarrer. Die haben gerade eine geile Kombo auf uns gemacht. Und deswegen wohnen wir halt in dem Pfarrhaus, beziehungsweise meine Eltern wohnen da jetzt, ich bin ja ausgezogen. Haben wir halt auch relativ viele Tiere. Meine zwei Stiefschwestern wohnen, Halbschwestern wohnen noch mit da. Meine Mutter halt. Und wir haben auch zwei Hunde. Wir hatten mal irgendwie so fünf Katzen oder so. Mittlerweile sind, glaube ich, nur noch zwei von denen da. Weil die eine ist auch irgendwann, ich glaube, die ist vermutlich gestorben. Weil, ich meine, können wir mal darüber reden, dass Katzen, wenn sie merken, dass sie am Sterben sind, dass sie sich dann verpissen und so, weil sie nicht ihrem Menschen das antun wollen, dass der zusehen muss, wie die vor ihren Augen wegröchelt. Das ist doch mega Ehre, oder? So. Ist das ein Ding, das tatsächlich wahr ist? Ja, soweit ich weiß schon. Das wusste ich nicht. Katzen das sind ist halt mega Ehre. Ehre 300. Da ist es. Alter. Okay, dann haut sie dann. Da haut sie rein. Das? Na, das ist halt richtig Ehre. Ja, na. Das ist Ehre von 10. Ich meine, kann natürlich sein, wenn eine Katze ihrem Menschen so sehr vertraut, dass sie dann sogar da bleibt und dann die Nähe des Menschen sucht, während sie halt am Verrecken ist. Was dann halt noch mehr Ehre ist. Aber ansonsten, ne. Zum Beispiel, beides echt Ehre. Die eine Katze, die hat dann nämlich auch, die eine Katze von uns, als sie nämlich gerade am Gebären war, hat die dann auch rumgemiaut und so und hat halt nach meiner Mutter gerufen und so. Also dann war meine Mutter da und hat ihr da beigestanden. Das hat sie mir im Nachhinein erzählt, es muss mega cute gewesen sein. Ne? Da war die dann halt legit ruhig und so, die Katze, als dann meine Mutter dabei war und so. Ja, aber wir hatten eben auch, ich glaube, zwei von denen sind noch da. Wir hatten nochmal fünf Katzen oder so. In unserem ganzen Dawohnen hatten wir bestimmt schon sieben Katzen oder so. Wir hatten noch zweimal eben einen Wurf junger Katzen davon eben. Halt zwei Hunde, ne?
Insgesamt sogar schon drei, weil wir haben ursprünglich haben wir einen Hund gehabt, der ist mittlerweile halt leider tot und so. Uff, ja, das ist extrem unschön. Wir haben eben zwei auch verloren, weil sie einfach dann weg waren und so. Und die eine davon war halt mega jung, deswegen glauben wir halt echt, dass sie von einem Auto überfahren wurde. Wobei, ich glaube mittlerweile ist sie wieder auf, ich weiß es nicht. Jedenfalls war die eine weg oder so auf einmal, das ist, ja. Ja, Hund, wir haben eben einen ursprünglichen Hund gehabt, die gute Teddy, ne? Die ist mittlerweile halt leider schon seit einer Weile von uns gegangen. Ja, Bruder Sport, Alter. Moritz, was geht ab, Alter? Ne, hier, Schwebi, das ist im Übrigen der coole Moritz, von dem ich erzählt habe. Das habe ich mir schon fast gedacht, als ich den Namen gelesen habe. Hier, dann, ja, und die Teddy, die hat halt einen Wurf Junghunde gehabt mit so einem coolen Golden Retriever, Alter. Und daraus haben wir dann, von dem Wurf haben wir einen behalten, das ist die Rosa. Und davon habe ich nämlich schon mal, glaube ich, Bilder geschickt oder so. Weil Nessels Hunde sehen halt 1:1 aus wie unsere. Ne? Also, das ist, die sind genauso ein Hunsere wie unsere. Weil Teddy war im Übrigen, Teddy war ein Pyrenäenberghund, ein purer. Und der Golden Retriever war nicht ganz pur, aber der war größtenteils Golden Retriever. Und dann hat halt Rosa nochmal mit so einem komischen Mischling oder so, hat sie dann nochmal einen Wurf gehabt und die Dingen sie ist, von denen haben wir auch einen behalten, das ist die Charlie. Die sieht aber nicht so cool aus. Also die sieht auch cool aus. Ja, nicht falsch verstehen. Aber die sieht halt nicht so, die ist halt nicht so ein rosa Hund, so ein Golden Retriever Pyrenäenberghund, was halt so übelst cool ist und so. Ja, ja, das ist halt unser dritter Hund. Die Charlie ist halt mega weinerlich. Jedes Mal, wenn ich irgendwie zu Hause auftauche, heult die mir erstmal die Ohren zu. Selbst wenn ich nicht mal lange weg war, hat die mir schon die Ohren zugeheult. Aber jetzt, wenn ich ja teilweise für mehrere Wochen weg bin, uff. Das ist ein Konzert jedes Mal. Aber ja. Alter, dann ist der Lohn da. Nice. ja, wir haben eine Menge Katzen gehabt. Meine Schwester hat zwei Wellensittiche, von der auch der eine mittlerweile schon neuer ist. Also wir hatten auch schon insgesamt drei. Wir hatten irgendwann mal Kaninchen. Wir hatten mal zwei Meerschweinchen, die auch schon nicht mehr leben. Dann hat meine eine Schwester noch Fische. Was haben wir noch? Wir hatten mal, ganz am Anfang hatten wir eine Menge Schafe. Ne? Das war ganz cool. Ja, meine Eltern haben ja keine Mitbewohner, Moritz. Ne? Ich rede ja jetzt nur gerade von dem Haus meiner Eltern. Ne? Hier natürlich, ja, hier haben wir auch zwei Tiere. Das sind meine Mitbewohner, genau, in meiner WG, genau, ja. Lustig, hahaha. Ich wohne ja nicht mehr bei meinen Eltern. Mich kann ich also auch nicht mitzählen. Ich kann höchstens meine Schwestern mitzählen. Lol. Din, 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 din. Aber ja, by the way, Lukas, was mir gerade einfällt, falls du noch da bist, ne? Du hast mich ja gefragt, wie kriegst du Coolpunkte bei mir und so. Kannst du dir mal ein bisschen Beratung hier bei Schwebi holen? Wir sind jetzt irgendwie seit 3 Stunden oder so erst am Talken oder so. Ich kenne ihn erst seit 3 Stunden wirklich. Davor kann ich ihn halt ein bisschen von Gabse und so, aber das war's dann auch. Und der ist direkt auf meine Cool-Liste gerutscht, ne? Ehre. Ja, kannst du dir bei dem mal ein paar Tipps holen? Damit will er sagen, schau das VOD an, verhalte dich wie ich, als wie... genau, schau dir mal das VOD an und verhalte dich 1:1 wie Schwebi. Ja, kopier einfach meine Jokes. Kopier einfach alles. Das war gar nicht mit. Die Cool-Liste ist einfach, da sind die Leute drauf, die ich cool finde.
Und dann gibt's noch die, weil ich habe noch keinen besonderen Namen dafür. Das ist halt basically eine Kopie von der Liste, die Simple Flips führt, mit der Enemy List und Ally List und so. Die müsste man auch mal schriftlich führen. Die Die Cool-Liste schriftlich führen. Ja, aber ja, das ist halt Leute, die cool sind, ne? Und keine Sorge, Moritz, du bist auch mit auf der Cool-Liste. Ich dachte ursprünglich, mit Cool-Liste meinst du einfach Leute, die auf dem Discord irgendwie die Rechte haben, bei dir im Stream reinzusiegen, dass das irgendwie die coolen Leute sind. Die sind auch. Also natürlich, die Leute, die sind auf jeden Fall auf der Cool-Liste. Außer Hydro-LOL, ne? LOL! Ne? Aber ja, natürlich, die nicht so sehr vertraue, dass die einfach in meinen Stream reinsnipen können, die sind auf jeden Fall auf der Cool-Liste. Und auch die Mods sind und so. Ich war Mod, bevor du mich überhaupt wirklich kanntest, okay? Aber bei jemand anderem. Naja, durch die. Dadurch, dass ich nicht wirklich diese Gaps-Handrolle hatte, sondern. Ja, du hattest ja die Aufnahmepartnerrolle. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, weil. Ich hab halt die Mod-Rolle war eigentlich immer so halb mit der Aufnahmepartnerrolle fusioniert. Irgendwann habe ich das mal getrennt gemacht oder so, aber die Aufnahmepartnerrolle ist sowieso relativ egal. Ich weiß nicht. Ich muss nochmal in die Liste schauen, was da die ganzen, was das alles für Rechte gibt, was ich mir dabei gedacht habe und ob ich es nicht einfach deleten sollte halt. Wenn du sie deletest, will ich die Mod-Rolle, nein, Spaß. Also ja, weiß die nicht. Rechte, die ich eh nicht nutze, weil... Wenn du bei Gapsemod bist du bei Gapsemod? Ja, dann würdest du die Mod-Rolle hier wahrscheinlich auch bekommen, also... Oh shit, Alter. Ja. Aber stimmt, ich muss immer noch bei dem 8-Ball die Quotes, ein paar coole Quotes reinmachen. Aber ja, Hauptsache, ich habe diese Aufnahmepartnerrolle, du meinst ja eventuell die Lieden. Ich war vor heute eigentlich fast nie auf diesen Servers und so, oh shit, dann verliere ich Rechte. Erstmal die Rechte sicher auf dem Server, wo ich vor heute nie war. Weil das sind die Rechte, die ich auf jeden Fall brauche. Ja. Ja, wie wirst du ohne Mod-Rechte auf dem legendären Fern-WG-Server überleben? Ach, ich schleim mich einfach genug bei dir ein und trete Fern-WG. Aber Moritz, ich heirate schon Feder. Und Schwebi wollte mich auch heiraten. Was wollt ihr jetzt auf einmal alle von mir bis heute Abend los? Es ist nicht mal Haus im Friday. Es ist der Multivitaminsaft, Mann. Wir wurden einfach alle gedruckt. Eindeutig. Aber ja, wenn meine Mod-Rolle weg ist, einfach bei dir einschreien, der Fern-DG beitreten. Easy, go. Easy. Ich habe tatsächlich wieder mittlerweile ein paar Leute kennengelernt, die ich an sich echt gerne im Netzwerk hätte oder so, was ganz interessant wäre. Die Sache ist, wir sind momentan schon zu neu und so, müsste man mal überlegen. Call me! Okay. Slide into my DM. So, Crates können wir skippen. Ja. Aber ich meine, Leute, sobald einer von uns Partner ist, ich werde natürlich der allererste von uns allen sein, der Partner wird, ist ja klar. Nee, also tatsächlich wird da wahrscheinlich die Chance am höchsten sein, weil ich bin ja, glaube ich, der Einzige, der wirklich regelmäßig streamt. Ich meine, ja, Nestle und so, die streamen auch regelmäßig, aber halt so regelmäßig in dem Sinne von, oh Junge, trinken sie regelmäßig? Ja, jedes Jahr zu Silvester ein Glas Sekt, so regelmäßig halt. Ne? Halt, Nestle streamt ja immer am Sonntag und so. Aber wenn halt irgendjemand dann Partner ist oder so, dann kann man ja nämlich auch auf Twitch, kann man ja nämlich auch so ein Team machen. Ja. Na? Da würde ich dann in jedem Fall die coolen Leute wahrscheinlich mit reinholen, wenn halt auch nicht in die Fern-WG oder so. Mal schauen. Wobei, das Team würde ich ja dann auch Fern-WG nennen. Ja, keine Ahnung. Ich werde einfach vor dir Partner, easy. Ich bin zwar noch 4 easy. Follower hinter dir und vermutlich auch einige Viewer. Aber das pass auf, Alter. Hier, wenn du noch ein paar Mal öfter bei mir auftauchst, dann kriegst du ein paar Leute von mir. Am besten, Bruder, ich erkläre dir den Trick. Du planst deine Streams einfach so, dass du nach mir live bist, so irgendwie halt, ne, an den Tagen, wo ich streame, so nach 21 Uhr, dann raid ich dich, dann kriegst du so 5 von meinen Followern und schwuppdiwupp bist du famer als ich. Easy. Das Ding ist, es funktioniert eher schlecht, weil
freitags ausgenommen, sind das alles Tage, wo ich meistens bis 22 Uhr wach oder am PC bleiben darf, weil ich sonst von meinen Eltern enterbt werde. Nur eine Stunde. Ja, klar und Ehre. Alter Ehre, jetzt fehlen noch 3 Follower, um Chell zu überholen. Ey Chell, du hast noch nicht gefollowt. Mach mal. Shit, muss ich auch noch machen. Mach jetzt gleich. Wir beenden erstmal das Spiel. Ja, also ja. Leute, ihr seht, ich bin weiter, als ich in meinem ganzen Leben jemals in diesem Spiel war. Ich habe 3 der Kristalle. Ne, das ist meine erste Datei, by the way, gewesen oder so. Oder keine Ahnung, vielleicht auch meine zweite. Aber ich war auf jeden Fall, neben es von mir, ich war noch nie so weit. Jetzt fehlt uns halt nur noch der Basketball-Kristall. Und den werden wir uns das nächste Mal holen, denke ich mal. Und dann, keine Ahnung, ob man dann schon gegen Behemoth kämpft oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann habe ich das Spiel auch irgendwann mal von meiner Bucketlist abgehakt. Sehr froh, das mal durchgespielt zu haben. Das Spiel ist halt echt cool. Nee, ich werde jetzt den Stream beenden, weil es ist 24 Uhr, ne, und so. Ja. Ich werde jetzt den Stream langsam beenden. 24:11, okay? Das ist genug Extra-Content. Für mehr Extra-Content müsst ihr schon zahlen. Ja, genau, Leute, bezahlt mal. Feder hat heute schon 14 Euro reingehaut, aber das ist nicht genug. Ich hab mich auch hier eigentlich in den Voice nur reingezahlt, obwohl ich nichts gezahlt habe. Einfach pay to win. Ich hab mich reingeschlafen, hat man vorhin ja im VOD gesehen. Ich hab mich in den Voice reingeschlafen. Reicht du das? Ich muss die Alerts lauter machen auf jeden Fall. Das ist fantastisch, dieses Text-to-Speech. Reicht du das? Das ist fantastisch. Ich liebe diese japanische Stimme. Sehr traurig, dass Kegi die nicht mehr bei den Donaten.